Willkommen zurück bei DGV. Ich bin so Doomsday. Willkommen zur zweiten Folge von Call of Duty Modern Warfare. Wir sind letztens hier stehen geblieben und jetzt gucken wir doch mal, wie das hier weitergeht. In dieser schönen Stadt, die besetzt ist. Let's go. Übernimm zwei, ich den anderen. Geh und sieh hinter nach. Sicher. Hier lang. Und ja, ich spiele Schwierigkeit Rekrut, weil ich jetzt einfach nur mich auf die Story konzentrieren will und jetzt nicht ewig hier sterben will und kämpfen will und bla bla bla. Wisst ihr Bescheid, ne? Also, Story genießen. Sorry wegen deiner Kontakte. Ich werde es dann für mich selber noch in verschiedenen Schwierigkeitsgrad spielen, aber fürs Let's Play lasse ich auf Rekrut. Falls ihr euch wundert oder mir nicht zutraut, hör zu spielen. Ich habe die Sprengsätze. Ihr Tod war nicht umsonst. Wurfmesser. R1. Steck die Waffe weg. Wir gehen wieder nach draußen. Mir nach. Ich gehe voraus. Man muss, glaube ich, sowieso auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad spielen, um für den Multiplayer einen Charakter, glaube ich, freizuschalten, was ich sowieso noch machen muss. Aber das muss nicht unbedingt im Let's Play sein, weil dann seht ihr ja nur andauernd, wie man stirbt und wie man das sehr, sehr langsam macht und da habe ich keine Lust drauf. Also, Rekrut, Story genießen, gutes. Wie einen guten Actionfilm. Wisst ihr Bescheid. Alter. Was soll das? Bitte. Sie ist nur verrückt. Ich weiß, was. Echt nicht zimperlich, das Spiel. Versteht ihr, warum wir das hier tun? Sie wurden gehängt, weil sie getötet haben. Seht sie euch nur an. Na los, gehen wir. Seht ihr, wenn ihr kooperiert. Das ist ein gottverdammtes Kriegsverbrechen. Eine Strafe für das gestohlene Gas. Die für unseren Schmerz verantwortlich sind. Was können wir tun? Bündelt eure Kräfte! Erfülle unsere Mission und bereite Barkovs Grauen endgültig ein Ende. Das ist schon hart. Wo ist denn? Ja. Barkov schickt Helikopter. Wenn wir sie ausschalten, werden mehr Truppen auf der Basis kommen. Lass uns ein anderes Fenster geschafft. Ja, bring deine Sprengsätze an den Helis an. Ich gebe dir von hier aus Deckung. Falls dir Wachen in die Quere kommen, schalte sie aus. Aber leise. Wir treffen uns dann hier. Okay. Mal gucken, wie ich da rüber komme. Es gibt hier keine Geschworenen. Es gibt nur Verbrecher und Bestrafer. Ah, da liegt doch was Sammelbares, wa? Beseitigen wir diese Agitatoren. Wie sind hier? Okay. Interessant. Arbeiter da drüben! Wow, okay, ja. Werfen Sie in Sichtweite von Wachen keine Messer. Das habe ich jetzt gelernt. Falls Ihre Wachen in die Quere kommen, schalte sie aus. Aber leise, wir treffen uns dann hier. Alter, von halt. Ist was dran basteln. Da sehe ich gerade was. Das ist ja cool. Nach und nach beseitigen wir diese Agitatoren von den Straßen. Wie praktisch. Okay. Ich hätte bestimmt, ja, ich hätte auch einfach einen Stein nehmen können. Egal. Wo sind denn die Hubschrauber? Da.
Komm ich irgendwo hoch? Ja, hinten bestimmt. Da. Hey. Bleibst du drinnen, ja? Stopp! Da ist eine Wache, oben auf der Treppe, linke Seite. Behalte die Menge im Auge. Jegliche Bedrohung wird direkt beseitigt. Jetzt, weiter. Ich hab dich. Du hast Reflexe wie eine Katze. Ich hab okay. Mehr mit Hunden. Ich dachte, ich hätte ihn gekriegt, aber sie war's. Ladung platziert. Es gibt eine höllische Ablenkung. Das ist der Plan. Und jetzt rüber zum nächsten Helikopter. Du bleibst im Käfig. Da oben ist auch einer. Punkt erreicht. Oh. Ah. Haben sie schön gemacht. Doch, mein Mann. Zwei erledigt. Nett. Bin beim Ziel. Du weißt, was zu tun ist. Okay. Bring die Sprengsätze an, Alex. Ladung platziert. Neu gruppieren bei meiner Position. Unter meinem Kommando. Dieses Land könnte sein. Wie schon hier dahin? Ja. Aber es muss sich dieses Privileg durch Loyalität und Gehorsam verdienen. Gemeinsam können wir. Bahn dir deinen Weg hierher, Ellie. Ja, bin ich schon da. Wir sind durch. Es wird Zeit. Jag sie hoch. Let's go. Zündung. Großes Kino, Alex. Gut gemacht. Und jetzt hier lang. Warte. Halt dich links. Nicht Feuer. Da, es hat funktioniert. Die Truppen aus der Basis rücken an. Ob er mich nicht sehen würde. Ihre Fahrzeuge sind unbewacht. Die nehmen wir uns als nächstes vor. Da kommen noch mehr. Bleibt nah dran. Ein Abschiedsgeschenk, falls sie zurückkommen. Wie großzügig von dir. Schade, dass wir die Show verpassen, aber wir müssen den Anschlag ausführen, bevor es zu spät ist. Die nächste Straße führt uns zurück zu den Tunneln unter Tareks Haus. Scheiße! Lauf zurück! Wo sind? Wir haben in die Zange genommen. Ich jag's hoch. Boah. Nach rechts! Heilige Scheiße! Fenster! Ich sehe, wo du hingehst. Fahrer, was zur Hölle ist das? Barkos Kriegsverbrechen. Runter! Nicht bewegen. Oh, darf ich leise spielen? Halt den Kopf ruhig.
Ei, ei. Wo ist Tarek? Tot. Er würde niemals seinen Posten verlassen. Dann los. Sicher. Gehen wir runter zu Hadir. Das sind die Kosten des Krieges. Wir erobern Barkovs Stützpunkt, dann war ihr Tod nicht umsonst. Das wird ein verdammt harter Kampf. Für sie auch. Hadir hat einen Plan. Schöne Mission. Du bist jetzt in meinem Haus, Alex. Hab mich bei Barkovs Basis eingerichtet. Erhalte die Bastarde im Auge. Freunde nah, Feinde näher. Ich sag doch, wir machen's auf unsere Art. Keine Granaten, wir improvisieren. Nicht schlecht. Hast du etwa gedacht, wir kämpfen mit Keulen? Das sollte sie aber nicht fallen lassen. Die Russen verstehen nur Gewalt. Also kriegen sie Gewalt. Barkov hat Luftstreitkräfte. Also wir auch. Fernlenkflieger, bestückt mit C4. Cool. Bereit? Ja, Commander. Abflug. Fernlenkflieger. Alex, lass sie genau in die Helis krachen. Bin drin. Okay. Bleib unten. Luftstützpunkt gleich voran. Ja, man kann schneller machen auf jeden Fall. Rollbahn in Sicht. Krach in die Helix rein. Gut. Gut geflogen, Brüder. Gehen wir runter. Der Luftstützpunkt liegt direkt voraus. Team 2 gibt uns mit dem Geschütz Deckung. Echo 3-1 an Roger. Lokale Einheiten nähern sich Barkovs Stützpunkt. Brauchen Luftunterstützung. Bestätigt, 3-1. Schicke nicht gekennzeichneten Kampfhubschrauber zu ihrer Position. Bereithalten. Hier warten! Hier warten! Wir greifen ihre Waffenkammern an und übernehmen ihr Flugfeld. Jawohl, Karim! Wir kämpfen, um Ursikstan zu befreien und uns unser Land zurückzuholen. Für Ursikstan! Für Ursikstan! Ja, mal mit Schieben. Sorry. Team nach rechts vorrücken. Wir holen. Tut mir leid. Mein Gebäude. Feindliche Helikopter. Das, wo sind die Flieger? In der Luft und einsatzbereit. Herr, Drohnen sind bereit. Als die Helik auf. Wir
Das ist cool. Das ist nochmal Spielzeug, das habe ich keinen mehr. Das mit den Fliegern ist schon cool. Oh, der war gut. Oh, sorry. Sieht nicht aus, doof. Überraschung! Alex, Mehrflieger sind bereit! Waffenkammer gesichert! Rotes Gebäude! Rein da! Oh! Alex, brauch ich nicht! Mehr war mal her! Alter Vater! Ich glaube, die wollen hier nicht so kampflos aufgeben. Ja. Alex, Mehrflieger sind bereit. Ja, warte. Erste Waffenkammer gesichert. Und die Rollbahn liegt hinter dem Tor. Nice. Alle zum Tor. Die Scar nehme ich gerne. Wenn nicht die PKL. Was für eine Inszenierung. Halte ich jetzt hier. Noch ein Molotow. Geh du vor. Verdammt. Oh. Wir müssen da durch. Das ist der Weg zur Rollbahn. Ich weiß, was zu tun ist. Ich werde es rammen. 3-1 an Water, wir rücken zur Rollbahn vor. Wo bleibt die Luft? Ich hab dir gerade einen Monitor gehört, guck dir die Klaue. Meine Gruppe, mitkommen! Alle doch mal. Wow! Das war auch mal. Heli abgeschossen. Ja, der ist mit da in den Schuss gerannt. Ah. Helden.
Alles Helden. Aua. Aua. Schenk ich dir. Waffenkammer. In den Hangar, hinter der Rollbahn. Damit gehört die Party durch. Verstanden. Alter, wie leid ihr seid, Junge. Ja, war mal. Was ist das? Oh. Da drin sind noch ein paar Hunde. Ich höre sie. Alex, an die Tür. Gebt ihm Deckung. Verschlossen. Auf deine Dachluke, Alex. Hilf mir hoch. Hier auf Alex, spring! Hier, Alex! Eins, zwei, drei! Letzte Waffenkammer. Alter, voller! Beeil dich! Feindliche Verstärkungen kommen aus der Stadt! Das war knapp! Nettes Spielzeug. Haben wir noch Munition hier irgendwo? Sieht nicht so aus. Aber ja. Es ist noch nicht vorbei. Na los! Strom. Wir werden festgesetzt! Sie bewegen sich! Wow, da hat's mich erwischt. Gerade wo Steuerkreuz nach oben drücken kann. Immer frech. Dann noch einmal. Es ist noch nicht vorbei. Na los! Kannst den Strom!
werden festgesetzt! So, ich glaube auch noch ein bisschen gekillt, wa? Echo 3-1, Viper 1 weit im Anflug. Bereit zum Einsatz. Wie lautet Ihre Position? Viper hier, 3-1. Verdammt schön, Ihre Stimme zu hören. Verbündete im Hangar. Neben von der Hubschrauber fliegen. Brauchen Luftunterstützer. Roger 3-1, Viper im Anflug. Ziel im Visier. Bereit halten für Beschuss. Raketen abgefeuert. Raketen abgefeuert. Ich sehe keinen mehr. Sehe ich hier noch jemanden? Nö. Alle Ziele zerstört. Keine Feindaktivitäten auf der Rollbahn. Over. Verstanden, Viper 1-1. Vielen Dank für die Unterstützung. Wir sehen uns. Nett. Wenn es sein muss, 3-1. Darf ich nicht. Ich hab keine Hände. Du tötest also Russen. Nur die Bösen. Es war ein großer Sieg für Ursikstan. Danke, Bruder. Wir sind ein gutes Team. Ja, wir haben Zeit gewonnen. Aber Barkov schlägt zurück. Wie wir auch. Definitiv. Alex und Commander Karims Truppen haben General Barkovs Operationsbasis zerstört. Die russischen Luftstreitkräfte in Ursikstan sind vorerst geschwächt. Wir müssen schnell agieren. Sergeant Garrick, dank der Infos konnten wir die für Piccadilly verantwortliche Alcatala-Zelle zu einem Haus in Nord-London verfolgen. Drei SAS-Teams gehen rein, um sich ein Bild zu machen. Wenn der Wolf das gestohlene russische Gas in Ursikstan hat, müssen wir ihn finden. Achtung, es könnten Zivilisten vor Ort sein. Augen auf, bevor ihr schießt. Zivilisten neigen gerne dazu, sich in Kugeln zu werfen. Also bei mir zumindest immer. Ziele voraus, Leute. Es kann losgehen. Aber wie es hier weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Call of Duty Modern Warfare. Eine halbe Stunde geht bei dem Spiel echt verdammt schnell rum. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Doomsday bei DGV.